Helmut Schlechner, mit Notenstein-Larosch ging das Objekt der Begierde im Schweizer Private Banking letztens über den Ladentisch. Vontobel hat es gekauft. War das die letzte große Transaktion in der laufenden Konsolidierung im Schweizer Private Banking? Ja, es ist immer schwierig vorauszusagen, was genau passieren wird. Ich meine, in der Vergangenheit seit 2008 hat es einige größere Transaktionen gegeben in der Schweiz. Es waren primär Tochterunternehmen von größeren Instituten, oftmals ausländischen Instituten. Aus diesem Grund gibt es natürlich oder ist die Wahrscheinlichkeit von größeren Transaktionen reduziert, weil es einfach weniger größere Unternehmen gibt, die überhaupt zur Disposition stehen. Ich denke, im Moment, was wir sehen, ist, es gibt Transaktionen im kleineren Bereich, die man vorher vielleicht so nicht gesehen hat. Aber ich schließe nicht aus, dass es früher oder später wieder eine größere Transaktion gibt. Es gibt aber allerdings aktuell primär noch große Unternehmen in der Schweiz, wo Private Banking ein Teil der Kernstrategie ist. Und dort ist natürlich die Transaktionswahrscheinlichkeit geringer. Das große Bild zeigt ja, das zeigen auch Umfragen, dass nach eher düsteren Jahren die Zuversicht im Schweizer Private Banking wieder zugenommen hat. Ist das das Bild, jetzt das Abbild der eher großen Wealth Manager, die global aufgestellt und auch international erfolgreich sind? Oder spiegelt das die Gesamtsicht wider? Wir sehen das auch bei kleineren Privatbanken. Ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür war, dass, oder ist die größere Sicherheit bezüglich der Zukunft. Wir hatten in der Vergangenheit das Thema DOJ. Es war nicht klar, was genau das bedeutet und wie stark die Privatbanken betroffen wurden. Es war auf der anderen Seite auch der automatische Informationsaustausch. Da war es immer eine große Frage, wie weit regularisieren Kunden und bleiben in der Schweiz oder wie weit ziehen die Kunden anschließend ihre Gelder ab, entweder in das Heimland oder in auch andere Lokalitäten. Ich glaube, diese Unsicherheit ist jetzt vorbei. Da hat man mehr Klarheit, was genau die Ausgangsbasis ist. Auf der anderen Seite haben die guten Finanzmärkte, insbesondere bis Ende 2017, zu einer relativ hohen Bewertung und den entsprechend guten Erträgen bei den Privatbanken geführt, was natürlich die Zuversicht stärkt. Insbesondere, wie Sie gesagt haben, die großen Unternehmen, die sehen auch einen Neugeldzufluss, weil sie in den Märkten, in denen Wachstum generiert wird, das ist Asien, das sind aber auch andere Märkte, sehr gut positioniert sind und dort auch über die entsprechende Reputation verfügen, um neue Kunden anzuziehen. Gut, das Zinsniveau bleibt ja tief, die Margen im Private Banking bleiben weiterhin unter Druck. Sind das die großen Probleme, die das Private Banking in der Schweiz weiterhin plagen werden? Ich glaube, das sind sicherlich Aspekte, die das Private Banking plagen werden, wie Sie gesagt haben. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, die Kostenbasis hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Das hat regulatorische Aspekte, das hat aber auch die Aspekte von höheren Aufwendungen, um ein sehr diversifiziertes Kundenbuch zu betreuen. Ich glaube, strategisch gesehen denke ich, dass die wesentliche Herausforderung sein wird, ein Geschäftsmodell zu finden, welches ermöglicht, Neukunden zu gewinnen. Oftmals sieht man, dass Privatbanken kein differenziertes Geschäftsmodell haben, dass sie bis dato Kernmärkte und Kernkunden nicht klar differenziert angegangen sind. Das wird eine große Herausforderung. Und heute sieht man oftmals bei Privatbanken, dass deren Kundenbücher nicht homogen sind, nicht ausgerichtet, dass sie Kunden aus vielen verschiedenen Ländern haben und das erhöht natürlich die Aufwendung, um diese Kunden zu betreuen. Ich glaube, diese Transformation von wir machen ein wenig alles zu einem sehr klaren, fokussierten Geschäftsmodell, die ist noch nicht zu Ende. Ist auch die Steuerproblematik noch nicht gelöst bei allen Banken? Ja, ich glaube, die Steuerproblematik, wenn man jetzt den AIA anschaut, das ist insbesondere für die Länder, wo der AIA jetzt umgesetzt wird, da ist es teilweise gelöst.
Es gibt natürlich Länder, wo der AIA noch nicht gelöst ist oder respektive unterschrieben ist. Da gehört auch die Schweiz dazu. Und in Zukunft werden die steuerlichen Aspekte von Kunden sehr wichtig. Und deshalb kann man nie sagen, dass die Steuerproblematik ist gelöst. Weil die Privatbanken müssen verstehen, was sind die steuerlichen Implikationen von Anlageentscheidungen, wenn Kunden in ihrem Heimland Steuern zahlen müssen. Und insofern, weil sich die Steuersituation und die Steuerregime der verschiedenen Länder auch stetig weiterentwickeln, ist das eine Aufgabe, die nie zu Ende ist in dem Sinn. Sie haben es eingangs erwähnt, die großen Auslandsbanken haben sich in der Schweiz vom Wealth Management getrennt. Nun gibt es aber auch ausländische Banken, die die Schweiz als Hub für eine neue Expansion im Wealth Management nutzen, beispielsweise Indosuez oder Société Générale. Wie interpretieren Sie das? Ja, ich glaube, es ist typisch, dass es beides französische Banken sind. Wir sehen auch, dass die französischen Banken, bei denen Private Banking auf der Konzernebene doch ein wichtiger Faktor ist, in die Schweiz expandieren wollen. Ich sehe das allerdings nicht als generellen Trend, dass wir jetzt einen großen Zufluss sehen werden. Was man durchaus sieht, sind Investoren aus Asien, China insbesondere auch, die in der Schweiz expandieren möchten, aber die großen Schritte hat man hier noch nicht gesehen. Es sind primär aktuell die französischen Banken. Es gibt aber auch andere Banken, sei es jetzt eine Santander, die auch ein ganz klar fokussiertes Private Banking in der Schweiz weiter betreibt und ausbauen möchte. Sie haben auch gesagt, ein fokussiertes Kundenmodell, also ein fokussierter Markt im Private Banking ist ein Erfolgsfaktor, vielleicht auch eine Diversifikation im Geschäftsmodell, dass man sich abhebt. Was sind weitere Erfolgsfaktoren jetzt für Schweizer Privatbanken, die zukunftsfähig sind? Ja, ich glaube, auf der einen Seite fokussierte Kundensegmente und darauf abgestimmt Dienstleistungen und Produktangebote, die diese Kunden, die den Kunden Mehrwert bietet. Ich glaube auch die Vergangenheit, in der man doch einen guten Kundenservice bietet, das wird auch in Zukunft sehr wichtig werden. Aber das Verständnis des Kunden und insbesondere auch im Zusammenhang mit seiner steuerlichen Situation, das wird ein großer Erfolgsfaktor sein für Schweizer Banken. Andererseits müssen sich die Privatbanken auch überlegen, wie kann man diese Dienstleistung möglichst kosteneffizient erfüllen. Viele der Banken sind immer noch relativ klein oder zumindest in ihren Kernmärkten relativ klein. Und je höher das und je mehr Volumen ich in den entsprechenden Kernmärkten habe, umso effizienter und profitabler kann ich diese Dienstleistungen erbringen. Wenn es vielleicht noch als Abschlussfrage, wenn es darum geht, vielleicht neue Erlösquellen zu erschließen, Krypto, Wealth Management, wäre das ein Geschäftsfeld für Privatbanken? Ich glaube, es gibt gewisse Banken, die jetzt das probieren. Wie erfolgreich das ist, das hängt davon ab, wie stark man an Kryptowährungen glaubt. Und ich persönlich muss sagen, ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich das zu wenig verstehe. Es kann vielleicht eine zusätzliche Vermögenskategorie sein für Privatkunden, aber tendenziell vermögende Kunden sind eher konservativ, insbesondere falls sie aus unternehmischem Umfeld kommen, dann wollen sie, wenn sie Offshore-Wealth-Management-Angebote annehmen, wollen sie dort Sicherheit. Und ich weiß nicht, ob hierfür Krypto-Anlagen das richtige Mittel sind. Aber das hat damit zu tun, weil ich es zu wenig auch verstehe. Herr Mutschlechner, vielen Dank. Besten Dank.